Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge BeamNG Drive. Ich hatte ja eigentlich einen anderen Versuchsaufbau hier aufgebaut gehabt, mit einem kleineren Hänger. Mit einem kleineren Hänger, aber wir haben jetzt eine neue Aufgabe bekommen. Es hieß, wir müssen einen abgestellten Sportwagen in der Stadt aufsammeln. In der Stadt Neubräuchenkirchen. Die befindet sich gleich da hinten. Und ja, den müssen wir auf diesen Trailer verladen und den abliefern. Ja, neue Aufgabe. Da müssen wir dann natürlich dementsprechend Folge leisten, ne? Ist klar. Huch, jetzt habt ihr ihn gerade gesehen. Da steht der neue Sportwagen. Da steht er. Den müssen wir abholen. Hier, schickes Gerät. Ja, und das machen wir doch direkt mal. So, dann fahren wir mal los hier. Gehen wir uns mal den Sportwagen holen. Er hat so ein bisschen Probleme mit dem Hänger. Der Kleine hier. Und der ist furchtbar laut. Einen Moment mal. Ganz kurz. Hoch, Handbremse mal zumachen. Ja. Machen wir mal so. Okay, hat nichts geändert. Dann machen wir mal so. So, dann ist das Ding. Hat es geklappt? Ja. Dann ist das Ding nicht ganz so laut. Und nervtötend. Deswegen, ja, ist so ein bisschen besser. So. Mit dieser lustigen Musik. Oh. Ui. Na. Da wird der Anhänger ein bisschen zickig. Aber da haben wir ja das Fahrzeug schon. So, dann fahren wir da mal schön tapfer davor hin. Und dann verladen wir den mal. So, mal schauen, ob ich es noch kann. Ah, offensichtlich. Nein. Da driftet er schon ab. Kamera, du könntest mir ruhig ein bisschen helfen. So. Wir müssen nach dort. Aber nur ein bisschen. Was ist denn nun? Nein, wir müssen eben nicht nach dort. Wir müssen nach dort. Aber nicht so viel. Und nicht gegen den Baum fahren vor allem. Hängen wir jetzt schon im Baum fest. Ach was. Jetzt hänge ich hier mit dem Anhänger im Baum fest schon. Oh. So, zum Glück haben wir unsere magische Hand. So, pass auf. Und jetzt einigermaßen gerade zurück. Oh, nicht so weit. Ach komm, weißt du was? Ich lasse den hier stehen. Handbremse zu. So, und dann öffnen wir hier mal die Gurke. Zack, geht er runter. Und dann fahren wir mit dem einfach mal ganz gediegen hoch. So, schön langsam. Oh. Moment mal, passt er da gar nicht drauf? Ist der zu breit? Oh. Ich glaube, der ist ein bisschen breit. Naja, ich ziehe mal hier ein bisschen rüber. So.
Oh, wir hängen da schon irgendwo. Von in irgendeiner Weise hängen wir da schon drin. Na komm schon! Komm schon! Ah! Kann doch nicht sein, dass der zu breit ist. Komm doch mal rauf da jetzt. Was ist denn da los? Geht doch gar nicht. Oh, jetzt sehen wir ihn. Halt. Ah, der hängt da fest. Lass den Hänger los. Ah, jetzt. So, dann machen wir es anders. Dann fliegen wir den eben im Kran nach oben. So. Hier am Dach geschnappt. Und dann. So. So, ein bisschen drehen. Und dann wieder ein bisschen nach vorn. Na, komm schon. Na, nochmal hoch. So, jetzt haben wir es schon fast. Können wir das so lassen? Naja, nee, eigentlich eher nicht. Das ist immer schwierig hier mit der Kameraperspektive. Ich schnapp ihn mal hier am Rad. Und versuche ihn mal irgendwie. Nee, so wird das nix. Aber so könnte das klappen. Na, nee, so nicht. Muss auf die gleiche Höhe ungefähr. Nee, klappt nicht. Gut, dann müssen wir ihn wohl so lassen. Dann machen wir ihn einfach mal hier fest. Zack. Und hier vorn machen wir ihn auch fest. Hier, zack. Und ja, das müsste vorerst mal so tun. Machen wir mal aus. Und dann, Quatsch, was mache ich denn hier? Das bist du und das bist du. Machen wir hier mal wieder zu. Zu. Ja, zu. Geht nicht mehr zu. Schade. Naja, gut. Dann düsen wir mal los. Schließlich haben wir ein Auto abzuliefern. Na komm schon, Kleiner. Komm schon, komm schon. Ah, tut sich schwer. Das wird schon, das wird schon. Wenn wir erstmal hier auf dem Berg oben sind. Von da aus ist dann kein Problem mehr. Na also, geht doch. Ruckelt hier zwar gerade wie die Hölle, aber wir fahren ja auch wieder runter. Auf die Umgehungsstraße. Der kommt hart. Ist doch ein bisschen schwer, der Hänger, für das kleine Fahrzeug. Egal, das kriegen wir hin. Na komm. Komm schon, zeig, was du drauf hast.
Gut, wir haben den auch sehr unvorteilhaft jetzt geladen. Wir hätten vielleicht dann doch den großen Autoanhänger nehmen sollen. Aber ich befürchte, dass er den noch weniger ziehen kann. So, eine einigermaßen schicke Kameraperspektive mal suchen. So. Ah, hier geht's wieder runter. Und dann werden wir auch hier ein bisschen schneller. Oh, nur jetzt unten bremsen. Wird schwierig. Oi, 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 oi. Oh, das war wohl die Klappe. Ja, dem Sportwagen ist nichts passiert. Da machen wir gar kein Problem draus. Den stellen wir eben wieder hin. So. Alles wieder tutti. Was nur jetzt? Wo hängt es denn jetzt wieder? Jetzt hängt es hier irgendwo fest an einem Baum. So. Hä, was ist denn da los? Na komm schon. Ich merke gerade, wir brauchen definitiv ein anderes Zugfahrzeug. Das hat so keinen Wert. Ja, der Hänger hängt irgendwie ein bisschen blöd da. Machen wir mal los. Ja, ich habe ihn noch losgemacht. Ja, jetzt ist er weg. So. Kamera? Ja, hier ist er. Und dann nehmen wir uns da mal was anderes. Handbremse zu, Handbremse zu. Handbremse tut nicht mehr. Schade. Na. So, jetzt haben wir da auch eine schicke kleine Auswahl. Lass mal sehen, was haben wir denn da? Nehmen wir so einen oder nehmen wir so einen? Was gibt's denn da für welche? Vanster Yeti. Der sieht doch gar nicht schlecht aus eigentlich. Wie viel Power hat denn der? 752 PS. Ich würde sagen, der tut's ja. Bisschen mehr als 95. Aber, keine Anhängerkupplung. Misty Kaki. Nee, dann geht's leider nicht. Ich meine, wir könnten den direkt an die Stoßstange ran befestigen, aber das ist, ja. Von den Fahreigenschaften her. Nicht so ganz das Wahre. Voll in die Fresse. Ein Gainer voll in die Fresse. Boah. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vanster, Diesel. Flatbed Uplift. Da steht hier nichts dabei. Bei den anderen stand ja Tow Package dabei. Da gibt es vielleicht bei dem Van kein Tow Package. Mal gucken wir mal hier. Die haben, glaube ich, die meisten. Ja, oh, das sieht irgendwie auch cool aus. Ich glaube, ich nehme mal den. In Camouflage. Ach, Seite juckt. Ja, der hat eine Anhängerkupplung. Wunderbärchen. So, dann wollen wir mal wieder anhängen. Dass hier spannend war. So. Einmal kappeln.
Okay, wir sind zu weit weg. Was denn du? So, jetzt aber. Couple all. Und klick, da haben wir ihn. Ja, also der schafft es schon eher. Wunderbar, so. Und abliefern müssen wir den schicken Sportwagen an einer ganz bestimmten Stelle. Ihr werdet sehen, wenn wir heil dort ankommen. 80 kann ich schon fahren mit dem Hänger. So, muss ich nur hier ein bisschen aufpassen, dass ich nicht dran vorbeifahre. Oh. Der wird aber hier, genau. Hier geht es nämlich runter. Was? Was war das denn? Press J to resume. Hä? Instability detected for vehicle, vehicle super resin. Hä? Habe ich jetzt das Spiel geschrottet? Ist ja strange. Aber die Map, die ist mir auch ein bisschen... Okay, wir versuchen das Ganze nochmal, aber auf einer anderen Karte, denn... Oder einem anderen Szenario, denn die Map ist mir ein bisschen frame-mäßig zu klein. Dann nehmen wir hier mal das Dinggelände. Das ist nicht ganz so groß, da dürften wir nicht so viel Frame-Einbruch haben. Denn je größer die Map, man weiß es ja, desto mehr Daten. Oh, jetzt habe ich gerade voll geruckelt. Bin ich unscharf? Hier bin ich scharf. Hier bin ich nicht so scharf. Gut, ein paar Texturen gibt es auch noch. Jetzt warte ich noch kurz, bis die FPS wieder ein bisschen besser werden. So, jetzt sind wir einigermaßen stabil. Okay, also erstmal anderes Fahrzeug. BZW. Erstmal den Hänger. Aber ich glaube, ich nehme da dann ein Small Flatbed. Der ist ja schließlich auch für ein Auto gedacht. Also um ein Auto so drauf zu laden. So, mit dem fahre ich jetzt erstmal. Wie ein Wilder? Nein, mit dem fahre ich nirgends hin. Aber ich gehe hier hin. So. Und hole mir ein Fahrzeug. Diesen Jeep. Ich würde ja schon gern was Schnelleres haben. Oder so ein Jeep mal. Ein Ibishu Hopper. Haben die Anhängerkupplung? Nee, der ist mir dann doch irgendwie zu langweilig. Gibt's den hier mit Anhängerkupplung? Undercover Police. Police. German Taxi. Tow Package. Ja, also. Geht doch. Spawn New. Oh nein, jetzt ist der grau. Ich wollte doch den in anderen Farbe. Na egal, nehmen wir einen grauen. Ist nicht so tragisch. Ja, mit Tow Package. Wunderbar. So, dann tun wir das Ding hier mal kurz ankappeln. Das ist ein Nissan Primera? Toyota Charisma? Ich weiß nicht. Ganz seltsame Form hat er. Ja, das wollte ich. Und Attach.
So, und los geht's. Oh. Der geht aber gut ab, mein lieber Herr. Was hat denn der für eine Maschine drin? Um Himmels Willen. So, dann würde ich sagen, das Auto laden wir da hinten auf. Der Sound! Boah. So, mal gucken. Okay, das war keine so eine gute Idee. Wollte eigentlich schön umdrehen. Egal, dann machen wir was anderes. Dann, ja. Ja, doch, genau, so machen wir es. Entkuppeln. Stück vorfahren. So, den hier speichern wir hier ab. Set home. Und set is your home. So, und was? Ah, das ist ein Windrad. Hallo Windrad. Oh, da ist noch mehr Windräder. Und hier auch. Wir fliegen durch die Windräder. Ui. Kann man hier noch fahren? Wahrscheinlich nicht. Okay, hier hört's auf. Auch mal schön, hier einfach so ein bisschen quasi mit einer Drohne, mit einer Kameradrohne hier. Durch die Luft zu fliegen. Okay, das hätten wir voll getroffen. Naja, gut, lang genug rumgeflogen. Oh, hier kann man unter die Map fliegen. Naja, gut. Wo sind wir denn? Sind wir hier? Nö. Hä? Da hinten sind wir. So. Also die zwei sind gespeichert. Dann setzen wir den hier mal zurück. Und den hier, der ist ja jetzt auch schon leicht lädiert. So, und dann kuppeln wir das Ganze mal wieder an. Huch. Zack, schon die Heckklappe kaputt. So wollte ich das nicht ankuppeln. So. Das nur automatisch machen. Klick. Gut, dran sind wir. So, jetzt brauchen wir hier noch einen anderen fahrbaren Untersatz, den wir transportieren. Da nehmen wir jetzt aber was Kleines, sonst passt es ja nicht drauf. Wahnsinn bricht aus, ich weiß. Ah, sowas. So eine scheiß Taube. Die Taube mit Stückzrädchen? Nein, nehmen wir die ganz kacknormale Taube. So, spawn new. Oha, wir sind ja schon bei 24 Minuten. Oh, Leute, sagt das doch. Jetzt fahren wir das Ding da mal kurz drauf. Warum geht das nicht? Na los. Du sollst nicht aufs Auto drauf. Du sollst auf den Hänger drauf. Und Auto, warum hast du die Handbremse nicht drin? So.
Gut, würde sagen, wir sind sehr schön drauf. Hier, die Klappe machen wir zu. Müsste passen. Ja, wunderbar. Und dann zurren wir das Ding hier eben fest. Was soll ich denn das fest hier da, das Ding hier, du? Hier an der Stoßstange runter. Ne, ziehen wir es hier mal runter. Klick. Aber ich glaube, das hängt jetzt hier einfach in der Luft, ne? Ja, das hängt einfach in der Luft. Muss das schon irgendwo an den Trailer ranbinden. Was geht denn jetzt hier schon wieder für Zeug auf? Drücke ich auch noch Shift nebenher oder was? Ist es jetzt fest? Nein, es ist nicht. Hoch. Uiuiui, nicht so doll. So, also das ist hier fest. So, und das machen wir hier fest. Zack. Hat das geklappt? Ja. Ich schätze. Und dann machen wir es hier irgendwo hier fest. So, müsste eigentlich ganz gut verzurrt sein jetzt. Mal die Kameras wieder. Ja. So, irgendwas schleift. Oh. Der Trailer-Check ist noch drin. Er ist noch draußen. So, jetzt. Gut, und wenn ich mir so die Zeit angucke, dann fällt mir auf, wir müssen eine Folgenpause machen und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei BeamNG an BeamNG Drive. Nix unturned. Ich muss, glaube ich, mal wieder unturned spielen, damit ich das aus dem Kopf rauskriege. Ja, dann gucken wir, wie es hier weitergeht, ob wir diese Kack-Taube irgendwo hingefahren kriegen, ohne uns zu überschlagen und alles zu zerstören. Wir werden sehen. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao. Tschüss.